Was wäre geworden, wenn nach dem Foul Bounce an Peach in der 75. Minute Mittelfeldspieler Andrej Januszkiewicz beim folgenden Strafstoß kühlen Kopf bewahrt hätte oder der Leipziger René Müller nicht so vorzüglich reagiert hätte? Das Duell Januszkiewicz-Müller, ein Kulminationspunkt in diesem Spiel. Zu viel sprach zunächst für die Frankfurter, da war die Torgefahr von Libero und Kapitän Lothar Hause. Da Leipzig zwei Angriffsspitzen, Grossmann und Englisch, gut beschattet wurden, konnte sich Hause verstärkt der Offensive widmen. Bei Hinterhaltschüssen machte er sich den starken Wind zum Verbündeten. Später schufen sich auch die Angreifer die nötigen Räume zu torgefährlichen Aktionen. Rainer Pietsch, der den verletzten Konrad im Angriffszentrum mit viel Engagement vertrat. Entscheidend aber Otto band auf dem rechten Flügelverteidiger Zötsche dermaßen, dass dieser für Leipzigs Angriffskonzept vorerst nahezu völlig ausfiel. Otto, Gramenz, Dennstedts Fuß, in diesem Fall der Rettungsanker. Dem 1:0 ging erneut ein blitzschneller Zug über den rechten Flügel voraus. In Ottos Eingabe spritzte Andrich 1:0, eine Führung, die jederzeit verdient war. Liebers eröffnete Dennstedt die einzige klare Lockchance in der ersten Hälfte. Kreuzer großartig. Dennstedt kam allerdings nur gelegentlich dazu, diese seine Stärke auszuspielen, weil Peach ihm die eigene Kopfballstärke entgegenhielt. Zötsche eine Halbzeit in der Offensive ohne Wirkung, entpuppte sich nach dem Wechsel als Trumpfass. Rot und Kreuzer. Die Leipziger mit torgefährlichen Impulsen aus den hinteren Reihen, so wie anfangs beabsichtigt. Zötsche erneut. Zwang nunmehr Otto in die Verfolgerrolle. Pressschlag mit Hause, typische Bogenlampe, 1:1. Die Wende führte Liebers herbei, der mit einem Sonntagsschuss am Sonnabend Kreuzer überwand. Ein Traumtor. Die Zeitlupe wird verdeutlichen, dass eine Unstimmigkeit zwischen Probst und Andrich Liebers in freie Schussposition kommen ließ. Hier. Vom 0:1 zum 2:1 binnen 2 Minuten der Torschütze einer der besten Leipziger. Hier beim Eckball. Zunächst Kapitän Roth, dann Krauzis Angriff gegen Moll, Schiedsrichter Stumm, in der Nähe stehen, insgesamt gut leiten, entschied auf Strafstoß. Ob Loktrainer Harro Miller seiner Sache sicher war, auf jeden Fall hatten seine Männer speziell fürs Elfmeterschießen trainiert, auch Fritsche. Er entschied sich gegen Kreuzer für einen riskanten Hochschuss. Das Risiko wurde belohnt. Nach Eckball Liebers, Molt mit einem mutigen Hechtflug Kopfball. Ein attraktiver Schlusspunkt. Da der kopfballstarke Kapitän wieder kühn verletzt ist, Thomas Dennstedt durch Peach abgeblockt wurde, sprang Molt als kopfballstarker Schütze erfolgreich in die Bresche. Dritter FDGB-Pokalsieg für den 1. FC Lok nach 57 und 76. Kapitän Andreas Roth bekommt als erster zu spüren, welches Gewicht der FDGB-Pokalgewinn für die Messestädter hat. Glückwünsche von Kurt Zahn, Sekretär des FDGB-Bundesvorstandes, sowie von Werner Lempert, dem DFV-Generalsekretär. Mit dem Gewinn des Pokals konnten sich die Leipziger Lokfußballer für manche Enttäuschung in der Meisterschaft rehabilitieren. Freude auf den Rängen, Jubel beim Sieger.